So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harveys neue Augen. Und zwar, wir haben in der vorigen Folge den Löcherkäse, okay, ja, den Käse auf jeden Fall gefunden. Den habe ich jetzt halt schon aus Versehen hier reingetan, weil ich vergessen habe, Fraps aufzumachen. Und ja, also, ja. Und das heißt, wir gehen jetzt schon mal in den zweiten Lüftungsschacht. Okay, jetzt sind wir hier drin. Vorhin in der alten Lüftungsschacht haben wir da, jetzt sind wir hier drin. Können wir das vielleicht nehmen? Aha. Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nun war es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Mein Harvey geht mir jetzt langsam echt auf die Nüsse. Auf, im ersten Teil so ein lieber Hase und jetzt einfach so ein Ding. So, was haben wir hier? Ein Pizza-Flyer. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Was? Ups, scheiße, das hab ich gemacht. Ich muss mal anhören. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Aber okay, ein Dosenöffner. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine... Also, ja. Bis spät. Okay. So, ein Staubwedel, den können wir auch sicher mitnehmen. Dann haben wir hier Teller, Dosenöffner, bla bla bla. Ein Kühlschrank. Machen wir mal auf. Da haben wir Bananen und Blaubeeren, Tomaten und Brokkoli. Okay. Okay, dieses Stuhlbein. Okay, ach, hier haben wir noch die Kreditkarte. Können wir damit Pizza bestellen oder so? Telefon? Willkommen bei Spermis Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Anstaltsberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung bitte? Also einmal ohne alles. Machen wir fertig. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Hat sich ja richtig appetitlich angehört. Ja, Poki. Bist jetzt unter den Pizza-Lieferanten gegangen, ne? So, gefährlich auch mit Reden, Lügen, Alkohol trinken, Erwachsene widersprechen und Feuer machen, haben wir schon fertig. Sonst gibt es hier nichts Besonderes mehr. Dosenöffner werden wir wahrscheinlich noch brauchen, Telefon. So, wir haben eine Pizza bestellt, wie es aussieht. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn hier ein Pizza-Flyer ist, eine Kreditkarte, könnte gut sein. Ich habe eine Idee, aber das bringt uns nichts, weil wir nicht mit speziellen Gegenständen benutzen können. Bla bla bla, okay, Poki. Hallo, hallo. Eine Million und eins Dinge gäbe es über den Wartungsraum zu erzählen. Nein. Unter anderem natürlich, dass ich hier einen weiteren Auftritt habe. Diesmal heißt die Rolle tatsächlich nach mir Poki von Spermis Pizza Service. Ja, ich glaube, das ist so ziemlich das Widerlichste, was ich jemals geschrieben habe und musste es auch dann selbst einsprechen. Nein, stimmt nicht, so widerlich war der Text gar nicht, aber die Stimme war widerlich. Und dann natürlich, dass dies einer der wenigen Räume in Dr. Marcells Anstalt ist, die wir im ersten Teil, also in Aetna bricht aus, nicht besuchen durften, obwohl die Tür angezeichnet war. Es war die einzige Tür, nein, eine von zwei Türen, die wir nicht benutzen durften. Genau, um hier dieses Fauxpas quasi wieder gut zu machen, habe ich hier uns tatsächlich mal in diesen Raum gebracht, dem Abstellraum. Ebenfalls ein kleines Wiedersehen gibt es hier mit dem angespitzten Stuhlbein. Wie auch immer es hierher gekommen ist, da ist es nun und versperrt uns den Weg in die Kammer.
Das vielleicht aber lustigste kleine Anekdötchen, das ich hierüber zu erzählen habe, müsste mir eigentlich sehr peinlich sein, aber ich erzähle so gerne irgendwelche Geschichten. Und deswegen ist es mir vollkommen egal, dass ihr mich nachher alle für einen Idioten halten werdet, wenn ich die zu Ende erzählt habe. Und zwar habe ich doch zunächst diesen Flyer hier an die Wand gezeichnet, den Pizza-Flyer, und habe dem italienische Farben geben wollen. Hab mich aber vertan in der italienischen Flagge und hab die Farben vertauscht, sodass im Endeffekt eine falsche Flagge dabei rauskam. Als ich die Texte schrieb, ist mir dieser Fauxpas aufgefallen und ich dachte, ich bin vollkommen clever und mache einen kleinen Gag draus, indem ich dem Erzähler in den Mund lege, ob es wohl viele belgische Pizza-Services in der Umgebung gab. Das Problem war nur, es war nicht die belgische Flagge, die halt irgendwie die zerwürfelte italienische Flagge ist. Die belgische Flagge ist natürlich die zerwürfelte deutsche Flagge, sondern die ungarische Flagge ist die zerwürfelte italienische Flagge, die wir dort sehen. Das heißt, der eigentliche Gag wäre ungarische gewesen. Wir hatten keine andere Wahl, als Gunnar, den wir ja im Haus haben, in unser eigenes kleines Studio-Kabuff zu sperren, damit er nochmal das Wort Ungarische drüber sprechen kann, um meinen Fehler auszubügeln. Deswegen ist dieser sehr seltsame Sprachfall zustande gekommen, über drei Ecken, wo ich zweimal versucht habe, lustig zu sein, um einen Fehler auszubügeln, und es beide Male nach hinten losgegangen ist. Also, viel Spaß. Oh, okay. Hören wir nochmal an. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Ungar, ja, stimmt. Okay, komm ja raus. Ja. So, ach, da ist die Pizza und Howie. Oh oh. Wo sind wir denn hier? Zur Rollenspielrunde? Was? Wartungsraum, Überwachungsraum, Gittertür, Pizza, Harvey. Geh erstmal hier rein. Die Tür war fest verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Oh je. Dieser Satz. Okay, ich traue mich nicht zu Harvey zu gehen. Rollenspielrunde, Pizza und Harvey. Das ist nochmal eine Tür, Waschraum. Hm? Oh nein, ich traue, nein, ich gehe erstmal hier rein. Bist du denn? Oh Gott. Ach, der Bohlen. Der Bohlen spielt auch mit. Ach, ist aber schön. Ja, hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Bohlen. Mit dem Filmbohlen. Keine Ahnung. Flasche mit Stärke. Eine Flasche Stärke? Na, das konnte Lilly wirklich gut gebrauchen. Ja, klar. Ich sehe hier gerade, die Pissoire haben verschiedene Farben. Wir haben genau die gleichen Farben hier drin als denen. Okay, jetzt haben wir noch eine Stricknadel. Ah. Aber Lilly, was weißt du? Du sollst also lass bis spät. Du sollst da bleiben in den spitzen Gegenständen. Okay, sonst noch was? Lichtschalter können wir diesmal nicht benutzen. Ein Seidentuch. Das nehme ich auch mal mit. Waschmane. Ein Waschmane. Reden wir mal mit dem Waschmanen. Witte, 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 wusch! Willkommen im Waschsalon. Das wäre jetzt die Stelle gewesen, an der du fragst. Das hier soll ein Waschsalon sein? Und ich antworte, natürlich! Zugegeben, es ist ein wenig rustikal. Aber Not macht erfinderisch. Versuch klug. Und wir waschen unsere Wäsche in den Pissoirs. Schon so wischiwaschi? Wo sind die Alternativen? Genau, es gibt keine. Also tu dir keinen Zwang an. Man muss nur darauf achten, dass man die Textilien gut trennt. Die Klosteine färben fürchterlich. Wir waschen rote Wäsche in dem Pissoir mit dem roten Klostein. Gelbe Wäsche in dem Pissoir mit dem gelben Klostein.
blaue Wäsche in den Pissoir mit dem blauen Klostein und grüne Wäsche in den Pissoir mit dem grünen Klostein. Nein. Wenn du auch mal ran willst, zeig mir einfach ein Kleidungsstück in der entsprechenden Farbe. Dann kannst du das dazugehörige Pissoir so oft benutzen, wie du willst. Aha, okay, aber wir haben hier nichts. Das ist ein Seidentuch. Ist nicht. Kann das irgendwie damit... Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Okay, dann gibt's hier auch nichts mehr. Geh ich erstmal raus und ich hab so Schiss. Was machte denn der lustige Hase hier? Er schien Lilly noch nicht bemerkt zu haben. Huch, warum ist es gerade oben Englisch geworden? Was machte denn der lustige Hase hier? Er schien Lilly noch nicht bemerkt zu haben. Okay, aber sonst ist noch alles Deutsch. Das hier oben war auf einmal Englisch. Oh, Poki. Nein. Bo! Ach nee, scheiße, scheiße. Nein. Überrascht, mich wiederzusehen? Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Okay, ich verstehe jetzt nicht ganz, was der von uns will eigentlich. Was haben wir denn? Spitzig den gehen, den wir nicht benutzen. Ja? Boah, ich würde hier so schön Auge. Das war ein Toms. Oh, das ist hier so richtig schöne Reinrahmen, wäre schon geil. So, warte, Poki. Um diese spannende Situation nicht weiter zu verderben, werde ich diesmal gar nicht so viele Worte machen. Ich möchte nur eins zu bedenken geben. Findet ihr es nicht irgendwie immer ein bisschen anzüglich, wie diese Aufziehpuppen halt irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung, diese Aufziehschnüre, irgendwas Perverses hat das? Ich habe keine Ahnung. Hä? Achso, hier unten, Harvey. Phantom, Harvey. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Ja, da ist einfach nur die Dinger hinterher. Phantom. Gut so. Schön stillhalten. Was will der eigentlich von uns? Lilly konnte die Augen des Phantoms nicht sehen. Sie ging einfach mal davon aus, dass sie böse funkelten. Kann ich nicht doch irgendwie da reinrammen? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Kann man den Wollknäuel damit verbinden? Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Ja toll, und jetzt? Was haben wir denn noch? Stärke? Möchtest du gern Stärke? Das haben? Phantom sah nicht aus, als sei es bereit. Okay. Pizza, Wollknäuel. Staubwedel. Ja, jetzt stehe ich da. Willst du einen Wollknäuel das haben? Das Phantom sein. Dann können wir nichts machen. Abgebrochenes Stuhlbein. Du sollst keine Spitzen gehen. So kommst du nicht einfach hier. Du sollst. Oh, ja, ist okay. Willst du eine Kreditkarte haben? Das Phantom sah nicht aus als. Stärke, Pizza. Willst du Pizza haben? Das Phantom sah... Lecker Brokkoli, das glaube ich jetzt eher nicht. Ja, toll. Was hier? Ach da, Schnur. Okay. Die habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich schon gesehen. Ich dachte, er kommt gar nicht hin. Boogie. Boogie. Geht denn hier ab? Lecker Huhn. Gittertor, Drache. Und das ist auf jeden Fall der Harvey-Dämon, aber...
Drachenschwanz, okay. Momentan haben wir nichts, klar. Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Eine Feder. Drache, Gittertor, Drachenschwanz. Und hier unten kann man gar nichts machen, okay. Ich würde gerne wieder den Poki hören, aber... Nicht, dass wir den nachher nicht mehr hören können. Können wir den nehmen? Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Okay, können wir nicht irgendwie einen Pfahl da rausnehmen? Vielleicht wieder Feder, den irgendwie kitzeln? Lass das! Okay, er bewegt den Schwanz. Ach komm, red mal noch ein Poki, nicht dass nachher weg ist. Ach, die Koboldklamm. Das ist ein sehr besonderer Screen, wie ich finde. Erstmal gefällt mir die Farbgebung unglaublich und eigentlich hätte ich diesen Screen am liebsten zuallererst gezeichnet, um halt die gesamte Farbstimmung des Spiels so ein bisschen vorzugeben. Es hat irgendwie diese seltsame Mischung aus Orange und Lila, die halt in verschiedenen Screens auftaucht, also halt irgendwie eher so, ja, es ist irgendwie ein ganz merkwürdiger Kontrast und dazwischen Grün. Irgendwie leuchtet der sehr angenehm mit diesem Gelb und dem Lila und dem Grün. Also ist sehr merkwürdig, aber eben genauso schrullig, wie Lilly Nummer auch ist. Eine sehr schöne Farbstimmung. Hier unten ist die Armee der Zensurgnome. Ich habe ja schon mal in einem früheren Audiokommentar irgendwo erzählt, dass ich solche Gnome früher mal gezeichnet habe. Und das sind auch tatsächlich die Helme, die ich früher denen immer aufgezeichnet habe. Die habe ich einfach genauso gelassen. Und was gibt es denn noch zu sagen zu diesem, die ganzen Sachzusammenhänge sind halt hier hochkomplex sozusagen, weil sich ja hier dieses seltsame Fantasy-Setting, in das Lilly da geworfen wird, mit ihrem Unterbewusstsein und einer Sinnebene sozusagen, einer metaphorischen Ebene, irgendwie überlagert und die Gnome hier aus zwei Gründen quasi stehen. Einmal, um die Fantasiewelt der Irren zu bevölkern, aber auch eben, um diesen Stausee da hinten aufzuhalten, was auch immer da zutage kommt. Okay, ja, sieht eigentlich ganz recht schön aus, der Screen. Cool, können wir den irgendwie noch hoch? Können wir den nochmal irgendwie? Lass das! Okay, ich weiß nicht, was das jetzt bringen soll. Drachenschwanz, Drache. Mit den Kitzeln. Lass das! Jetzt geht der Schwanz wieder zurück. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Drache, Kittertor, Drachenschwanz. Ist auch der Drachenschwanz, oder? Drachenschwanz. Sind es zwei verschiedene?